Das ist ein Symbol dafür, dass man tatsächlich was schaffen kann, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das Ziel kommt einem ja erstmal so wahnsinnig weit weg vor. Kann man natürlich auch Dinge, die nicht so gut sind, also die eher demotivierend sind, muss ich auch gucken, was. Damit beschäftigt man sich sogar noch viel weniger. Was ist denn eigentlich gerade hier? Was passiert hier gerade? Warum macht mir das keinen Spaß? Das eigene Selbstwertgefühl. Ja, du hast gewonnen, du hast was Tolles geschafft. Ausgelassenen Löhnen. Also ich habe die Löhnen dazwischen ausgelassen. Meistens habe ich 5 Sprünge in den Wettkämpfen gemacht. Mehr brauchte ich gar nicht. Dann ist es 2 Meter, genau. Die gucken alle schon ganz enttäuscht. Die waren alle schon rausgeflogen. Also ich war dann ab 2 Meter wirklich allein im Wettbewerb. Und das war für mich schwer, dann eigentlich da nochmal einen draufzusetzen, weil man natürlich dann schon gewonnen hat. Ich wusste aus dem Training, 2 Meter bin ich gesprungen, da ist noch ein bisschen was drin. Und habe dann eben 2,05 Meter auflegen lassen. Das ist doch recht knapp, ne? Also, aber drüber, nicht berührt. Was ist da stärker oder was hat dich da? Ja, die Eigenmotivation. Ohne Eigenmotivation würde man wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit dem Sport anfangen. Ja, also ich muss gucken, was motiviert mich? Was hat mich? Mich hat ja motiviert, dass da eine Mannschaft ist oder eine Gruppe ist, wo ich mich auch wohlfühle. Also ich glaube, ein Athlet wird nicht erfolgreich, wenn er mit jemandem trainieren muss, den er nicht ausstehen kann. Aber ich habe mir das so lange vorgestellt, bis ich tatsächlich sauber über die Latte gesprungen bin, gedanklich. Und das hat mir sehr geholfen, einfach um Sicherheit zu bekommen. Also wenn man sich irgendwas nicht vorstellen kann, dann wird es wahrscheinlich auch nie funktionieren. Aber irgendwann konnte ich mir vorstellen, dass ich auch Olympiasiegerin werden kann. Und nur dann klappt das auch.